Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemmschemer, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Kurzes Video zu der Frage, dürfen Frauen jagen? Also Männer jagen, logischerweise. Also dürfen Frauen sagen, hey, du interessierst mich, ich will dich daten. Und ja, das kam also auf. Und ich, also gegen, glaube ich, landläufige andere Meinung würde ich sagen, ja, klar. Also wenn man mal so Filme sieht aus den 50ern irgendwie, da, ja, die machen die Männer, weiß nicht, gehen ihren Weg, machen ihr Ding, haben ihre Missionen und Frauen, ja, versuchen die zu kriegen, jagen die. Also meiner Ansicht nach ist das sogar das irgendwo was Natürliches, weil die Frau wählt aus irgendwie. Ich meine, wenn man in der Disco ist, klar, der Mann geht hin und spricht an. Ja, der Mann macht die Dates. Aber ich würde auch sagen, dass die wichtigste Aufgabe des Mannes im Dating-Prozess ist, wirklich dieses Date zu machen, festzulegen, auszusuchen, wo gehen wir hin, einladen, Frau vielleicht überraschen und so weiter. Und er macht auch den ersten Schritt mit dem Kuss, klar. Aber die Frau sucht aus. Ich meine, auch in der Disco oder im Club, die Frau guckt einen Mann an und der Mann signalisiert das und geht vielleicht hin und spricht sie an, so, ne? Oder lächelt ihn an oder wie auch immer. Und also ich finde, das ist total normal und wird sowas heute für Filme gibt, was man heute in Filmen sieht, wo Männern Frauen hinterherlaufen und ewig hinterherhängen und dann fällt der Frau irgendwann ein, ach, ich finde ihn ja doch gut. Das funktioniert einfach nicht. Eine andere Sache ist natürlich, also man sollte natürlich, also jagen heißt natürlich nicht so ein needy Verhalten an den Tag zu legen und jemand sozusagen unbedingt zu brauchen und hinterher zu laufen. Also das gilt für beide Geschlechter, dass es nicht sehr attraktiv ist. Aber sein Interesse zu bekunden an jemand, einfach selbstbewusst zu sagen, hey, interessierst mich, ist nichts falsch dran. Auch meiner Ansicht nach insbesondere, auch wenn eine Frau das macht, ne, klar, beim Mann ist es auch interessant. Aber also ich finde es völlig okay, für eine Frau zu sagen, willst du mich nicht mal auf ein Date einladen? So, ne? Oder wollen wir uns mal treffen? Oder ich habe Lust, dich zu treffen. Oder wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken? Da ist überhaupt nichts falsch dran. Und ich weiß nicht, ich kann nicht für alle Männer reden, aber ich würde das echt definitiv attraktiv finden und nicht irgendwie unattraktiv, ne? Oder irgendwie die Frau irgendwas macht, was nicht fraulich oder weiblich wäre. Ja, soweit mal. Und meine Angebote findest du auf liebeschip.de, speziell auch zu Dating-Strategien und wir werden uns bald wiedersehen.